Draußen ist Freiheit. Kennen Sie nicht nur von St. Gallen, wo sie eine bezaubernde Ich war bei Rebecca. Du hast ganz lange bei Rudolf gespielt in Wien, kommst ja auch aus Wien ursprünglich und bis jetzt bei American Idiot. Lisa Anthony ist bei uns. Hallo. Vielen Dank, dass du Zeit hast, weil du öffnest ja jetzt deine Pause gerade für uns. Also, aber sehr gerne. Du hast jetzt gerade schon eine Show gespielt, die wir gesehen haben. Ja. Und die schöne 14 Uhr Show. Ja, also so. Die zweite Show überhaupt, also von dem Stück und die 14-Uhr-Show. Aber dafür war es gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ist die zweite Show 14-Uhr-Show was anderes als eine Abendshow? Oder? Moment. Ja, hat die Kamera versagt? Schon. Nö. Ah, okay, geht's eh gut. Nee. Doch, passt wieder. Wir machen einfach weiter. Schon, also, weil, also bei dieser Show, wo man eigentlich so Vollgas gibt, ich glaube, man ist vom Biorhythmus ja so zwischen 14 Uhr und 15 Uhr eher so ein bisschen müde. Muss aber. Ja, die Musik, die reißt einen dann zum Glück genug mit, es geht schon. Aber jetzt am Abend sind wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr punkig. Also aber wir haben ja die Show gesehen jetzt und du bist ja relativ aktiv während der ganzen Show. Also die Show geht 1,5 Stunden ohne Pause und ist das dann praktisch auch noch dein Workout? Oder musst du noch was zusätzlich machen? Na, ich mache schon noch zusätzlich was. Aber wenn ich jeden Tag die Show spielen würde, plus Warm-Up, weil beim Warm-Up machen wir meistens so Sit-Ups, Push-Ups, dann bräuchte ich, glaube ich, kein Workout mehr, aber momentan brauche ich schon noch Workout zusätzlich. Und du hast ja jetzt in Wien studiert, hast auch in Wien gesungen, ganz klassische VLB-Produktion, American Idiot jetzt, dazwischen auch mal St. Gallen. Wo hängt denn dein Herz ganz besonders? Also bei dem klassischen Musical, beim Rockmusical oder kannst du sagen, ach, alles gefällt mir? Ich mochte eigentlich immer alles und mein Herz liegt schon auch bei den großen Balladen. Aber ich muss sagen, seit ich dieses Stück gesehen habe, das ist angefixt, so, oder? So ein bisschen. Ja, es ist so befriedigend, wenn man einfach so die Sau rauslassen kann und die Musik ist einfach so cool und außerdem ist es so ein, man fühlt sich, man spielt, es ist so echt, das Stück. Ja. So schmutzig und dreckig und nicht so schön wie normalerweise beim Musical und die Haare sind irgendwo und man hat das Gefühl, man fliegt dann gleich die Brust aus dem Hosen. Du bist ja sehr, sehr leicht bekleidet auf der Bühne. Ja, ja, das erste Mal Bauch, so ein bisschen bauchfrei überhaupt. Aber wer es zeigen kann? Naja, ich gebe mir Mühe. Aber kostet das Überwindung für dich, oder? Am Anfang schon, bei der allerersten Probe, aber dann nicht mehr. Es ist befreiend, es ist wirklich befreiend. Es macht wirklich Spaß. Und ich würde gerne jetzt öfter solche Stücke machen. Es macht echt Spaß. Es gibt jetzt ganz viele Rockstücke, die jetzt auch so rauskommen. Also Rock of Ages kommt ja auch bald und solche, das sind solche richtig knallharten Dinger. Aber da ist dann auch wieder, das sind manche Rollen ja dann auch wieder so nett und weich gewaschen. Ah, okay. Also wenn dann schon Drecksau. Oder? Ja, wenn dann schon. Jetzt bin ich angefixt, wie du gesagt hast. Das ist echt cool. Du hast in Wien schon diverse Appläuse, Applaus, wie heißt das, Appläuse? Also der Plural von Applaus. Appläuse mitbekommen. In St. Gallen, in Deutschland, würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen den Publikum? Meine Güte, im Theater ist aber schwierig, Plural. Also zwischen den Publikas, zwischen den Gästen, die das zwischen anschauen? Den Gästen, ja. Also von der Intention, was so zurückkommt? Kann ich gar nicht so sagen, weil ich finde, es ist immer von Abend zu Abend unterschiedlich. Okay. Es kommt auf die Gesamtenergie des Publikums an dem Abend an. Kann ich gar nicht sagen, kann ich wirklich nicht sagen. Okay, wir haben euch gefragt zu Hause, dass wir, also euch nach Fragen gefragt für Lisa Anthony. Und es wurde ganz häufig, ich weiß nicht, ob du schon reingespickt hast da zufällig, es wurde ganz häufig auf deine Zeit bei Rudolf angespielt. Ist das auch noch so, ist das auch noch so etwas, wo du zurückschaust, wo du sagst so, boah, das war schon eine gute Erfahrung oder ist es jetzt auch schon ein paar Jahre her? Also na, ich schaue schon sehr gern da zurück. Also, aber es ist tatsächlich in letzter Zeit so, dass mich ganz viele Leute darauf ansprechen. Keine Ahnung, warum auf einmal spricht mich dauernd jemand auf Rudolf an in den letzten Wochen und Monaten. Und ich glaube, die meisten kennen mich halt von der DVD, weil sie mich nicht live gesehen haben. Und ich freue mich so, wenn Leute sagen, sie haben die DVD gesehen. Und dadurch lebt das Stück halt weiter. Das finde ich total cool, dass mich dann Leute auch aus dem asiatischen Raum kennen oder
Ja, das sind die Stücke ja ganz groß. Ja, und ich finde das super. Ich finde das toll und ich bin stolz, dass ich da dabei war. Es war eine coole Zeit und ich denke gern daran zurück. Aber würdest du jetzt auch nochmal heute sagen, es gibt ja auch so, Mozart ist jetzt wieder gekommen und wenn jetzt nochmal Rudolf kommt, vielleicht noch mit so einer Asientour, so, wärst du da dabei? Ja. Oder sagst du, nee, es gibt ja auch so manche, die sagen, ja, das war damals für mich schön, aber ich habe mich weiterentwickelt. Also. Ich finde die Rolle immer noch cool tatsächlich. Ich glaube, es hat alles schon seine Zeit, wenn man eine Rolle spielt, das ist immer dann passender Zeitpunkt. Ich bin jetzt nie wirklich zu einer Rolle so zurückgekommen nach Jahren, aber du denkst gerade drüber nach. Ich habe drüber nachgedacht, weil ich habe nicht gedacht, dass es jemals wieder kommen wird. Also wenn es bis jetzt nicht war, glaube ich nicht, dass es jetzt noch kommt, obwohl ich es eigentlich schade finde. Aber ich könnte es mir noch vorstellen. In ein paar Jahren spiele ich dann vielleicht nicht mehr die Mary, sondern ein bisschen die Lavish oder so. Aber ja. Ich fand's cool, das Stück. Aber so generell treibt es sich dann auch so gedanklich wieder nach Wien zurück, dass du mal sagst, hey, ich komme daher, ich habe da studiert, ich würde da gerne mal wieder was machen. Bei VBW? Ja. Sicher, klar. Sicher. Das ist meine Heimatstadt und ich würde schon gerne wieder dort. Also ich habe 2012 den Phantom der Oper, also das ist aber auch schon so lange her. Also ich hoffe immer, dass ein Stück kommt, das wirklich gut passt. Welches Stück würdest du dir wünschen? Naja, ich sage jetzt mal den Klassiker Wicked. Oh, und als? Raten? Elphaba. Na, Glinda nicht, weiß Glinda nicht. Nicht. Elphaba. Also wenn dann schon Elphaba? Ja, oder? Von der Tonlage her sowieso? Ja, ich würde gerne Elphaba. Obwohl, ich war immer beim Casting, wollten sie mich immer für Glinda sehen. Für obwohl ich vom Charakter eigentlich nicht so bin. Ich bin vom Charakter mehr eine Elphaba. Aber von der Körpergröße und von der Optik vielleicht Glinda, keine Ahnung. Wobei, die sollten vielleicht mal American Idiot sehen. Dann wüssten sie, dass eine Elphaba also durchaus passen würde. Ja. Und ansonsten, warte mal, was finde ich noch cool? Ich finde diese Old-Fashioned-Musicals cool. So Großes Orchester. Okay. Oh, andere Zeit. Guys and Dolls. Ja, ich liebe das. 42nd Street. Ja, wenn ich steppen könnte. Ich liebe große Steppnummern. Mein Traum ist, mal eine Steppnummer zu machen. Also. Da musst du ja, also es gab auch mal so eine Frage aus der Community raus. Gibt es für dich so irgendwie so eine Perspektive, nicht nur Deutschland, Schweiz und Österreich zu machen, sondern mal so über den großen Teich, Broadway und West End. So das wäre so cool. Weil da laufen ja 42nd Street, Wicked und so. Ist das so etwas, über was du nachdenkst? Oder ist es, für ein Deutsches ist es ja schon ganz schön weit weg. Also es werden ja super wenige gecastet da. Ja, es ist irgendwie schon so ein bisschen, man träumt davon, aber man rechnet nicht damit, dass es passiert. Weil, also in den USA brauchst du ja die Green Card. Und in London, ich meine, man hat halt die Sprachbarriere. Ich kann, glaube ich, recht gut Englisch, aber den Akzent kriegt man halt nicht so weg. Also wenn mich mal jemand engagieren möchte, ich bin voll dabei. Aber es gibt ja schon einige, die dann rübergehen und so Castings machen und so. Ja. Hast du das schon mal gedacht, dass du mal, hast du schon gemacht? Ich habe in London vorgesungen für Phantom der Oper. Dreimal sogar. Und ich bin auch gar nicht, ich bin ziemlich weit gekommen. Aber ja, im Endeffekt, einmal konnte ich dann nicht zum Final gehen, aus termintechnischen Gründen. Aber dann reißt jetzt auch das Herz, oder? Ja, das wäre natürlich, das wäre der Hammer gewesen. Obwohl man natürlich dann die 125. Christine im West End wäre, aber trotzdem. Ja, völlig egal, ich meine Christine. Phantom im Lebenslauf, das war ja okay, die Originalproduktion. Ja. Aber du durftest es ja dann in Wien singen. Genau, ja. Ist das? Das war auch wunderschön. Ja, aber ist ja auch schon ein, zwei Jahre dann her. Ja, da 2012 war das, ja. Aber Wien ist, hat ja immer so einen gewissen Flair der Produktion und so. Was macht denn Wien aus? Weil es ist so der Unterschied zwischen jetzt so Wiener Produktion und deutschen Produktionen. Also für mich ist das, wenn ich im Publikum sitze, habe ich einfach immer das Gefühl, sie geben sich super viel Mühe. Es ist wirklich auf den Punkt alles und ich fühle mich sehr, sehr heimisch. Während ich in deutschen Produktionen manchmal so drin sitze und denke so, ist nicht immer so hundertprozentig. Also für mich ist so, das ist die Wiege des deutschsprachigen Musicals. Irgendwie. Ja, ich glaube, ich habe jetzt in Deutschland nicht so viel gesehen. Ich habe am meisten eigentlich am West End und am Broadway gesehen, lustigerweise. Okay. Aber was ich gehört habe, ich glaube, es ist halt mehr kommerziell vielleicht in Deutschland und in Wien ist es doch noch ein bisschen mehr so, mit Anführungsstrichen, Kunst. Nicht immer, aber man gibt sich Mühe und Wien ist halt schon so eine Kulturstadt. Ich glaube, das macht den Unterschied aus. Also es ist halt, ich glaube, in Wien hat es auch
begonnen, oder? Dann das Musical erstmal, oder war das? Das kam ja, es gibt sehr viele Produktionen, die in Wien angefangen haben und die dann erst ein, zwei Jahre später so in Deutschland gezeigt. Ja. Wien war immer so das Tryout für Deutschland quasi. Also Wien hat immer so den Arsch in der Hose und Deutschland sagt, oh, das hat in Wien funktioniert, das machen wir auch bei uns. Ja. Du solltest jetzt einen Wiener Dialekt. Entschuldigung. Wir haben ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Okay. Pass auf, diesmal musste ich Adrian schon einweihen, weil das ist zu lustig. Also pass auf, bei uns zu Hause entsteht manchmal folgende Situation. Er ist noch im Bad und summt irgendwas vor sich hin und ich errate dann anhand des Summens, was es für ein Song ist. Bei Adrian ist es so, er hat jetzt keine klassische Gesangsausbildung, was quasi eine gewisse Schwierigkeitsstufe da hineinbastelt. Deswegen spielen wir Adrian die Jukebox. Er hat von mir, bevor dieses Interview stattgefunden hat, so 6-7 verschiedene Musical-Songs habe ich ihm geschickt, die er vorsummen wird. Und du darfst erraten, was es ist. Ich habe schon gedacht, ich muss das Papier einmal machen. Ich habe nicht weniger Angst, das vor dir jetzt zu machen, aber soll ich mal anfangen? Fang gerne mal an. Ich hasse dich auch. Draußen ist Freiheit. Oh, du singst es so schön. Memories. Gut. Willst du es einmal ansehen? Memory all alone in the moonlight. Herr McIntosh. Ja, da kommen wir noch mal ganz kurz. Ja. Moment. Think of me. Wow, du bist super gut. Ja? Ich hab gehört, ich bin in Amerika. Ah, du bist so. Er erkennt das nie. Also, ich habe ihm jetzt auch Stücke aufgeschrieben, die ein bisschen einfacher sind für ihn. Ja, aber das eine, was du aufgeschrieben hast, mach ich jetzt bitte mal. Das mach ich ganz. Es ist nicht Phantom. Warte mal. Fangen wir von vorne. Okay. Nein, du sollst die Refrain von vorne machen. Das Refrain? Nein, du bist jetzt. Also, Entschuldigung. Jetzt, ich bin jetzt raus. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das habe ich nochmal. Machen wir mal eine Rekord. Gott, ist das peinlich. Also, wir können es ja schon mal auflösen: Defying Gravity von Wicked. Ihr könnt jetzt aufspulen. Dieses. Vielleicht ist es auch. Ah, ja, okay, stimmt jetzt. Wenn man es weiß. Ich mache mich hier voll zu deppen. Also vielleicht zum Film. Einmal von dir. Kannst du belten? Bestimmt. Natürlich kannst du belten. Ja, Entschuldigung, was war's für eine Frage? Ich hatte gerade Mühe gegeben bei American Idiot. Okay, das letzte ist was einfach. Oh, Kai, ich kann es nicht. Ich habe ihn ja wieder geschickt, weil ich gerade selber nicht mehr. Moment. Sing du mal. Wenn ich es wüsste. Ah, okay. Modernes Musical. Yeah. Lief auch mal in. Jukebox Musical. Vielleicht kenne ich es gar nicht. Dancing Queen war das. Ah, das ist Dancing Queen. Okay, ah, das war auch das habe ich in London gesehen. Hättest du es auch Englisch gesungen. Aber auf jeden Fall, viel besser hätte man meinen Quatsch nicht erraten können, als Lisa Antoni hier nebenbei. Und sie hat natürlich Rittersport. Dankeschön. Bitteschön. Bis jetzt sind wir mal ganz... Darfst du eigentlich Schokolade essen? Natürlich darf ich das. Da fällt ansonsten nichts mehr nächste Woche. Also hier steht sowas teilweise in Verträgen drin, bitte keine Schokolade essen während der Produktion oder so. Nein, gut. Aber es steht manchmal drin, wenn die Kostüme geändert werden müssen, dann müsste man das selber. Also wenn du jetzt praktisch ein bisschen zulegen würdest. Wenn ich jetzt richtig fett werden würde. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Und die Kostüme müssten extra geändert werden, dann könnte es sein, dass sie sagen, wir haben sie anders gecastet.
was geht hier ab? So, ja. Aber ist, glaube ich, noch nie passiert. Ja, bei einer Tafel oder Sport. Ich weiß das von niemandem. Da wird nichts passieren. Nee. Ich bin sonst sehr gesund, aber darüber freue ich mich sehr. Dankeschön. Bist du vegetarisch oder? Nein. Nein. Aber was ist dein Gesundheitstipp jetzt? Also du musst ja wirklich sehr viel körperlich arbeiten. Also, und nicht nur die Beine, sondern die Stimme muss da auch noch passen. Also es sind ja ganz viele Faktoren. Viel trinken, Wasser trinken, möglichst viel Obst und Gemüse und ja, die Klassiker. Nicht rauchen und viel schlafen. Schlafenhilfe. Ja, das ist so wichtig. Viel schlafen. Und du schläfst ja jetzt nicht so viel, weil du viel arbeitest momentan. Ja. Und gibt es da so, wie viel Prozent pro Woche hast du dann frei? Hast du einen Tag die Woche frei? Hast du dann zwei Tage die Woche frei? Oder hast du überhaupt gar nicht frei, wirklich? Also jetzt wäre mein Wochenende und das ist nicht existent diese Woche. Und deine Pause ist jetzt hiermit auch nicht mehr existent. Ja, es ist immer anders. Ich passe mich immer an. Jetzt weiß ich halt, es ist eine stressigere Zeit, dann schaffe ich das auch irgendwie. Manchmal habe ich Zeiten, da habe ich viel Freizeit. Mhm. Die nutzt du dann auch. Genau. Und wo möchtest du hin? Hast du so einen Broadway? Ein Broadway. Hat sie doch schon gesagt. Nein, aber... Ja, wenn ich die Wahl hätte, klar. Ja, das sind ja sehr, sehr schwierige Ziele. Ich glaube, wie viele haben Deutsche oder Deutschsprachige am Broadway gesungen? Gute Nein, Gruppe. Da waren nur die so 6 Wochen und dann wieder zurück. Also es ist ja kaum möglich, aber es gibt ja so den Traumplan sicherlich. Ja. Und es gibt so realistisch, weil das ist dein Job, du musst ja auch damit arbeiten. Mhm. Also hast du noch so irgendetwas, wo du jetzt sagst, ach, ja, so 2 Jahre plane ich jetzt mal vor oder ist das Illusion? Nein, ich plane eigentlich nicht so ganz genau, weil ich weiß eh nicht, was für Stücke kommen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle in einem Jahr und ich plane nicht wirklich, weil ich glaube, man kann das nicht in dem Job. Ich habe Träume eben, die träume ich gerne, aber es kommen immer die schönsten Sachen unverhofft irgendwie auf mich zu. Deswegen, ich glaube, man muss ein bisschen Vertrauen haben, dass alles richtig kommt. Grundvertrauen ist wichtig als Darsteller. Also, weil du bist ja in den meisten Fällen freiberuflich dann dabei. Mhm. Und ich glaube, die meisten, die jetzt so jeden Tag ins Büro gehen, so eine unbefristete Festanstellung haben, die würden es als sehr anstrengend bezeichnen. Also auch so gedanklich, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt eben dieses Jahr und du glaubst ja nicht, wie schnell ein Jahr rumgeht. Also das ist ja innerhalb von einem Augenblick weg. Wie schaffst du das dann einfach zu sagen, okay, es wird schon weitergehen? Ja, weil meistens vor Ende des einen Vertrags dann schon irgendwie der nächste kommt. Ich war noch nie oder wirklich kaum in der Situation, dass ich wirklich nicht wusste, was als nächstes kommt. So ist man immer noch halbwegs entspannt, weil man weiß, ich habe noch ein paar Monate und bis dahin kommt dann das nächste und so geht das irgendwie. Und ich bin jetzt über 10 Jahre im Job und bisher ging es immer weiter und deswegen denke ich mir, okay, warum soll es morgen? Ja, genau. Also man lernt auch damit zu leben und das ist trotzdem das wert. Der Job ist einfach cool. Ja, also und, das merkt man bei dir. Ich liebe es, ja. Und deswegen ist es das wert. Das ist nicht immer, dass man nicht weiß, was kommt, aber ganz jetzt philosophisch, jetzt niemand weiß, wie es morgen weitergeht und in keinem Job hast du 100%ige Sicherheit. Ja. Deswegen lieber Spaß haben beim Job, würde ich sagen. Und du hast immer Spaß? Fast immer. Und wenn du keinen Spaß hast, wie sagst du, jetzt muss ich aber auf der Bühne trotzdem den Spaß präsentieren? Wie schaffst du das? Ja, ich weiß, dass das Publikum sich jetzt freut, eine Vorstellung zu sehen und ich habe eine Verantwortung, mein Bestes zu geben. Und an den Tagen, wo ich halt nicht so gut drauf bin, gebe ich trotzdem mein Bestes an den Tag. Mehr kann ich nicht tun. Manchmal trinke ich ein Red Bull, wenn ich sehr müde bin. Aber irgendwie, ja, es war noch nie so ganz schlimm. Es geht dann doch. Auch wenn man nicht so gut drauf ist. Aber heute warst du auf jeden Fall gut drauf. Also das, was bei uns angekommen ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das gespielt war. Und nein, wir hatten gespielt. Die Musik reißt einen wirklich mit. Deswegen wollte ich nochmal zurück zu American Idiot. Was ist denn für dich das Musical? Also für mich war es als erstes mal BÄM in die Fresse. Aber super, super gut. Und was ist es für dich? Du stehst ja auf der Bühne. Für dich ist ja vielleicht was anderes. Es ist ein Wild Ride. Und ich fühle mich irgendwie... teilweise wieder wie so ein angepisster Teenager, dass ich denke, ihr blöden, normalen Leute, es gibt noch viel mehr da draußen, jetzt macht doch was mit eurem Leben und seid mal nicht so die Schafe, die immer den Leuten folgen und den Medien alles glauben. Und das ist so, so cool, weil man geht einfach mit auf die Reise, dass die Jungs eben dann entscheiden, so, wir verlassen jetzt unser Kaff, wir gehen jetzt raus und probieren unser Glück. Und das ist eine coole Story, wo man einfach von Nummer zu Nummer sich mitreißen lässt und dann natürlich ist
dann geht es auch in die Abgründe rein und dann Drogen. Wieder raus und Drogen. Ja. Das heißt allerdings, American Idiot kannst du auch spielen, wenn du mal schlechte Laune hast, weil dann kannst du richtig so... Extrem. Ja. Ja, es kommt auf die schlechte Laune an. Ja, also, aber wenn du so richtig schlechte Laune hast, dann wirst du umso besser auf dem Punkt. Also jetzt, ja, nein, eigentlich so oder so. Ja, das stimmt. Wenn ich jetzt einfach zu entspannt wäre, dann funktioniert es nicht so gut. Aber wenn man ein bisschen Wut in sich hat, dann geht es umso besser. Es ist ja nicht her, wo man dann so ein bisschen entspannt reingehen kann. Ja, aber den Mut, den wünschen wir dir jetzt auch gleich in der zweiten Vorstellung, die du heute spielst. Und es folgen ja noch einige hier in der Batschgabe in Frankfurt. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg hier. Heute war es ja unglaublich voll und ich hoffe, dass es in der Zukunft auch noch so bleibt, weil ich glaube, dieses Stück lebt einfach davon, dass sehr viele Menschen in dieser Rocklocation einfach da sind und mitfiebern dann die Geschichte. Hab noch sehr viel Spaß. Danke, dass du deine Pause geopfert hast und wir entlassen dich jetzt sehr gerne zum Schokoladeessen oder, oder zu etwas anderem in deine Schlafen. Eine noch hässliche Pause und deine Vorbereitung. Und danke, dass du hier warst. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank. Und danke, dass ihr dran wart und ciao. Tschüss.